Das Pokéball-Event hat begonnen, alle Feldforschungen, die begrenzte Forschung, außerdem Details zur neuen Go-Kampfliga-Season. Ich habe einige Shinies abgesahnt und mehr stürzen wir uns direkt rein, würde ich mal sagen. Noch bis zum 25. Februar gibt es das Go-Tour-Yoto-Vorbereitungsevent, wo man sich ordentlich mit Poké-Super und Hyperbällen eindecken kann. Und die befristete Forschung kann man nur im Event machen. Ist jetzt nicht umwerfend, atemberaubend, gibt eine ordentliche Menge an Bällen, aber die werden bei weitem nicht für die ganze Pokémon Go Tour reichen. Wenn man da einige Stunden lang spielt, nimmt man gerne mit, paar Geschenke verschicken, paar Pokestops drehen und Feldforschungen erledigen. Apropos Feldforschungen. Bei denen bin ich auch noch nicht so ganz warm geworden, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht liegt es daran, dass es draußen regnet und es nicht so einfach war, aber ja, ich hatte dreimal fange zwei Voltoball. Während gerade kein Voltoball in der Nähe war, dann lösche ich die, bekomme was anderes und plötzlich, hallo, ich bin's, Voltoball. Nein, ich mache nur Spaß, aber gibt schon genug Bälle. Das passt schon dementsprechend, vor allem wenn man immer drei nebeneinander hat. Dreimal, fünf gute Würfe, in Summe 30 Bälle, das geht in Ordnung, auch wenn man ein paar Mal daneben trifft. Für drei Großartige gibt es fünf Superbälle, für einen fabelhaften Wurf drei Hyperbälle, mit denen wird gegeizt. Und vier großartige Hyperbälle hintereinander gibt eine silberne Sananabeere. Die hatten wir schon lange nicht mehr in, ich sag mal, halbwegs einfachen Feldforschungen. Und drei Sananabeeren für drei gute Curvebälle hintereinander. Wer bei denen mit hintereinander Probleme hat, ich glaube im Raid, vor allem mit Deoxys, wo man sich sowieso Zeit lässt, vielleicht beim Fangen, kann man das am einfachsten abschließen. Aber wieso auch Voltoball? Denn das neue Hisui Voltoball kann man ab sofort entwickeln, nämlich mit 50 Bonbons zu Hisui Elektroball. Muss man aber nicht unbedingt im Event machen. Es ist einfach nur jetzt. Seit jetzt ist diese Entwicklung verfügbar für, ich sag mal, immer im Spiel. Die Kumpel bringen diese kleinen grünen Päckchen mit Pokébällen. Habe ich bisher zwei oder dreimal erhalten und es waren immer 10 Pokébälle drin. Also, ja, nem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, nimmt man auch gerne mit. Ich habe außerdem endlich mein erstes Hutsasa gefangen. Ist nicht so, als hätte ich nicht genügend Bonbons von Tanpignon gehabt, aber ich habe einfach noch keine Gelegenheit gesehen, das zu entwickeln. Jetzt habe ich es in der Wildnis geschnappt. Ist doch auch fein. Nicht vergessen, diese beiden Pilze geben extra Sternenstaub. Und was sich außerdem in dem Event lohnen kann, ist definitiv Galar Lunschlick direkt in der Wildnis. Erstens wegen des Shinies, zweitens, weil man eines mit wenig Angriff für die Superliga bekommen kann, und drittens, weil es Galar Lunschlick ist. Ich glaube, vor allem drittens wird euch überzeugen, oder? Apropos Go-Kampfliga, da hat Niantic so einen ersten Beitrag zur nächsten Saison veröffentlicht. Da wird wohl noch eine umfangreiche Ankündigung kommen, aber schon mal ein paar Informationen dazu. Es ist so eine kleine Zwischensaison, die Season 11, und die wird Niantic wohl nutzen, um die ganzen Käfer und Bugs auszumerzen. Drücken wir die Daumen. Sie ist bis zum 1. März mal verlängert. Und korrespondiert dann immer ganz genau mit den Jahreszeiten, die wir im Spiel haben. Wird also bis zum 1. Juni auch laufen. Es wird diesmal nach Rang 20 aufhören. Also kein Ace und Veterane und Experte und Legende mehr. Sondern nur mal in dieser Saison Rang 20 und außerdem keine sichtbaren Punktebewertung. Also ganz auf gemütlich, nicht zu kompetitiv. Falls es da zu dem einen oder anderen Schluck aufkommen sollte, wenn Niantic die Updates aufspielt. Die Cups werden außerdem wöchentlich wechseln. Niantic wird neue Formate für die Go Battle Days ausprobieren und da irgendwie andere Belohnungen. Es wird außerdem keine Attackenänderung geben, die wir üblicherweise am Anfang einer Saison haben und die dann auch manchmal die Raids und Arenen betrifft. Diesmal wohl hier nichts am Anfang der Saison. Vielleicht schauen wir mal im Laufe irgendwie so ein paar kleine Anpassungen. Jedoch ist das mit dem Hintergedanken, dass die Pokémon Go World Championship Series starten wird und da will Niantic nicht alles nochmal aufrütteln, dass man da dann keine Zeit hat, vielleicht die neuen Pokémon zu erlernen, neue Attacken zu erlernen, was auch immer. Und das Ranking in der 10. Season wird für die Vorabregistrierung für die Pokémon Go World Championship Series herangezogen. Das war mal alles, was wir aktuell wissen. Ist also vielleicht die ideale Gelegenheit für Neueinsteiger oder Leute, die gar nicht so auf die Go-Kampfliga abfahren, da mal reinzuschnuppern, weil es ein wenig gemütlicher abgehen wird. Vermutlich dafür auch nicht so krasse Belohnungen.
wahrscheinlich keine Pose. Sollte das Wrestler Pikachu kommen, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es auch in Shiny möglich sein wird. Aber wer weiß, warten wir da noch auf die finale Ankündigung. Außerdem hat Niantic die Gewinner bekannt gegeben für die Pokémon Go Tour Johto, die bei diesem Contest mitgewirkt haben und dann als Avatare im Spiel auftauchen werden. Und wir müssen die dann bekämpfen. Und großartige Neuigkeiten, bevor ich weitermache, das ist wirklich genial. Wurde aber nur im Code gefunden aktuell. Es wird wohl, sobald man die dann einmal bekämpft hat, laut Code eine Möglichkeit geben, dass man die deaktiviert. Also in der Art, möchtest du weiterkämpfen oder weiterfangen? Und dann wählt man, nö, keine Lust mehr auf Kämpfen. Ich will, dass ihr weit, weit weggeht und ich ganz gemütlich meine Pokestops drehen kann. Das wäre schon ziemlich genial, muss ich sagen. Also, da gab es eben diesen Contest. Man hat einen Typ ausgewählt, drei passende Pokémon, ein Outfit, ein kleines Motto. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Personen haben dann gewonnen. Die möchte ich hier einblenden mit ihren jeweiligen Typen. Und genau gegen diese Leute werden wir dann bei der Pokémon Go Tour Johto kämpfen. Dann noch eine Sache, die reinkam. Es wird In-Person-Events geben für das eigentliche Pokémon Go Tour Johto Event am 26. Zwischen 10 und 17 Uhr möchte ich hier die europäischen Städte einblenden, wer da irgendwo spielen möchte. Da wird es wohl Fotomöglichkeiten und sowas geben, jedoch kein verändertes Gameplay im Spiel. Das ist nicht so wie damals bei einer Pokémon Go Safari Zone, wo man vor Ort sein musste, um alles zu haben, die Spawns und KKG, sondern jetzt eben Pokémon Go Tour Johto weltweit sowieso für alle. Und hier eben wird Niantic in ein paar Städten vor Ort sein und so ein zusätzliches Pokémon Go Feeling dort noch verbreiten. Aber das werde ich dann in meinem Pokémon Go Tour Johto Video auch noch erwähnen. Jedoch, wer da vielleicht hinreisen möchte, jetzt schon mal die Info dazu. Aktuell bin ich ein bisschen am Deoxys-Raiden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso, weshalb, warum, weil das nicht wirklich meta-relevant ist. Nicht für den Raid, nicht für PvP. Man kann es aber nicht tauschen. Das heißt, einmal zumindest muss man sich das Shiny selbst holen. Und naja, irgendwie habe ich ein bisschen übertrieben und gefühlt jedes zweite Deoxys bei mir ist gerade Shiny. Ich weiß auch nicht, was los ist. Dann noch das Ei-Video von gestern. Schön langsam glaubt ihr ja wirklich, ich habe einen Schillerpin. Was ich jedoch glaube, ist, dass das Schill in Schilling für schillernd steht. Ich glaube, damit hätten wir das Rätsel gelöst, oder? Ansonsten, das Event kann man definitiv nutzen, um ein paar Bälle auf Vorrat anzusparen. Bei dem Gameplay in dem Video auch nicht wundern. Ich bin manchmal einfach mit dem iPad in der Hülle rumgelaufen, weil es eben ein bisschen geregnet hat. Nasses Display. Unangenehm. Treffen auch nicht so easy. Bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.